diesem Motto steigen wir ein bei unserer Karnevalsplauderei beim Report K. Heute mit drei hohen Herren aus dem schönen Stadtteil Esch, nämlich dem Escher Dreigestirn. Welches da wäre Prinz Stefan der Zweite, seine Lieblichkeit Jungfrau Stefanie und der Bauer Manfred. Herzlich willkommen am Roten Fass. Hallo. Dankeschön. Jetzt, ja, danke auch, dass Sie gekommen sind. Heute noch nicht im Ornat, obwohl Sie schon Proklamation hatten. Am 17. November sind Sie proklamiert worden. Das war in einem kleinen Bistro in Köln-Esch. Frage an den Prinzen, was war da los? Nee, war nicht in einem kleinen Bistro. Das Bistro ist unsere Hofburg, aber die Proklamation war in der Pausenhalle der Grundschule. Und da passten viele Leute rein und es sind mehr gekommen, als man erwartet hatte. Die Bude war rappelsvoll, ja. Und es hat ja eine Pause gegeben. Es gab ja eine Pause von 4 Jahren, glaube ich, wo es kein Dreigestirn in Köln-Esch gab. Frage an den Bauern, woran lag's? Und warum jetzt in dieser Besetzung neu? Gab's da irgendwann mal so einen gemeinsamen Urlaub, wo man sich das abgesprochen hat? Oder irgendwie, wie ist die Idee zustande gekommen? Naja, grundsätzlich ist jetzt schwierig nachzuvollziehen, warum es eben 4 Jahre kein Dreigestirn hatte. Ich glaube, was wichtig ist, es hat eben damit zu tun, dass man Lust, Zeit und auch ein bisschen Geld investieren muss. Und da schien es nicht ganz so viel Nachfrage zu geben und Potenzial. Hier war es so, dass die Jungfrau der Treiber war und der hat uns zusammengeholt und gefragt, sollen wir es machen? Und tatsächlich war eine Motivation, dieses 4 Jahre kein Dreigestirn gehabt zu haben, dass wir gesagt haben, wir können diese Tradition nicht untergehen lassen und sind jetzt sehr froh und glücklich, dass man dann auch von der Dorfgemeinschaft bereit war, diese 3 Jecken hier tatsächlich zu akzeptieren. Da müssen wir natürlich direkt mal die Jungfrau fragen, wie kommt man dazu, so eine Tradition wiederzubeleben? Ich meine, das ist ja mit sehr viel Anstrengung verbunden, wahrscheinlich auch mit sehr viel Engagement. Was war so der Auslöser? Viel Bier? Nein. Ja, wir haben uns, also wir saßen abends zusammen, ich mit meiner Frau, und dann habe ich meine Frau mal gefragt, dürfte ich denn, denn es ist ja auch wichtig, dass die Frau dahinter steht. Und da ich in der Dorfgemeinschaft aktiv bin und von diesem Loch wusste, habe ich dann erst den Bauern gefragt, ob er Lust hätte. Und dann haben wir uns einen Prinzen gesucht und dann haben wir den Stefan gefunden. Kannte man sich vorher schon, also Dorfgemeinschaft? Wer kam denn sozusagen zuletzt an Bord? War das wirklich der Prinz? Der Prinz kam zum Schluss, weil er der Größte ist. Nein, Manfred und ich kannten uns über die Kinder. Wir waren schon zusammen auf Klassenfahrt mit den Kindern und haben uns dann ja eigentlich da kennengelernt. Und dann haben wir uns überlegt, in Esch, wer rennt rum? Fescher Junge. Und dann haben wir den Stefan gefunden. Ja. Und wann fiel jetzt genau die Entscheidung, dass man das tatsächlich in dieser Formation macht? Die Frage an den Prinzen. Also wir haben uns schon für uns Mitte Januar entschieden, also schon mitten in der letzten Session. Deswegen haben wir auch dann für uns schon mal gesagt, ja, wir würden das machen. Wir warten aber die Session nochmal ab. Wir halten noch die Fühler ruhig. Und unmittelbar nach dem diesjährigen Karnevalssession haben wir uns dann an die Dorfgemeinschaft gewandt und haben gesagt, wir könnten uns vorstellen, Dreigestirn zu sein. Wir haben uns noch mit dem letzten Dreigestirn, was vor 4 Jahren die Sache gemacht hat, unterhalten, um uns von denen nochmal so ein Feedback zu holen. Und dann war für uns die Entscheidung klar, wir machen das. Die Frauen gefragt, die haben auch gesagt ja. Und dann sind wir an die Dorfgemeinschaft rangegangen und haben gesagt, wenn ihr das wollt, machen wir es. Jetzt ist ja so, die Frauen sind immer die Regierung, so sagt man ja immer so als geflügeltes Wort. War das schwierig, die Frauen zu überzeugen, damit zu machen, oder waren die sofort einverstanden, sind die sofort mit aufs Boot gesprungen? Auch da wieder kann ich für die anderen Frauen nicht reden, nur für meine. Ich habe ein Go bekommen innerhalb von 120 Sekunden, allerdings mit dem Hinweis, dass es nur für mich gilt und ich sie nicht vereinnahmen kann, darf und soll. Und daran halte ich mich auch. Ja. Wie sieht es bei den anderen aus, beim Prinz? Also bei mir war das von Anfang an klar. Als meine Frau mich kennenlernte vor 15 Jahren, da habe ich ihr gesagt, ich werde irgendwann mal in einem Dreigestirn sein. Und das war von Anfang an klar. Der Heiratsantrag, den sie mir gemacht hat, der war auch an Weiberfastnacht in Köln-Kalk bei einer Karnevalsparty. Also da war Karneval immer vorprogrammiert. Deswegen war das dann auch für mich kein großes Problem, meine Frau zu überzeugen, dass ich da der richtige Mann für bin. Hat die Jungfrau, wie man eben vielleicht so ein bisschen aus dem Zungenschlag raushören könnte, ja einen Migrationshintergrund aus dem Badener Land, aber im Karneval sehr aktiv. War das bei Ihnen jetzt schwieriger oder war das auch von Anfang an direkt klar? Nee, es war immer schon klar. Ne? Ich bin ja hier nach Köln gezogen. Ich wusste, was mich hier erwartet und ich bin da mit Freude rangegangen. Ne? Und eine Sache muss ich korrigieren. So ganz stimmt das nicht beim Stefan, denn bevor wir ihn gefragt haben, haben wir seine Frau gefragt. Also wir waren da schon, ne? Und die Frau hat ihn dann und dann hat er uns angerufen.
Das war der richtige Weg. Glaube ich, auch strategisch sehr clever ja. gewählt, dass man zuerst mit der Frau redet, ob man das Einverständnis bekommt. Jetzt sieht man ja auch das Dreigestirn oder hat man das Dreigestirn schon im Sommer, im Spätsommer gesehen, im vollen Ornat, also vor der Proklamation. Da hat man ein Video gedreht, ich nehme an, so ein kleines Werbevideo, was man dann nachher aufspielt. Was war das für ein Gefühl, Ende Sommer in Esch durch die Gegend zu laufen, im vollen Ornat? Was waren die Reaktionen der Leute, die das gesehen haben? Also es war zum einen für uns erstmal ganz ungewohnt. Wir hatten zwar vorher schon einen Fototermin, da waren wir nur kurz unterwegs, aber bei diesem Videoclip-Dreh, da waren wir zwei, drei Stunden unterwegs und bei dem warmen Wetter, andere liefen noch in Badesachen und in kurzen Hosen rum und wir im Ornat, das war zum einen schön warm, zum anderen war es auch anfangs ungewohnt, die Reaktion der Leute war sehr positiv, Autofahrer haben gehupt oder gewunken und ja, nachher tat es richtig leid, das wieder auszuziehen dann, als der Dreh dann rum war, ja. Ich glaube, den Bauern hat es gefreut, wenn er es wieder ausgezogen hat, oder? Ich glaube, ich habe das angenehmste Kostüm. A, muss ich keine Strumpfhose tragen und B, ist es bei mir an den Armen ganz schön luftig. Das passt. Also ich würde eins gerne noch ergänzen. Wir haben dieses Video gedreht, weil wir ein Motto-Lied als Team geschrieben haben. Also die Jungfrau und wir. Und dieses Lied handelt von Esch kütt wie es kütt und beschreibt ein wenig, was wir in Esch alles so zu bieten haben, wen es da so gibt, was es für Lokalitäten und so weiter gibt. Und dann haben wir uns überlegt, weil dieses Lied ein sehr schönes Lied ist, jetzt machen wir noch ein Video dazu und verbildlichen quasi die Hymne an unser Fädel. Ja, wo wir jetzt gerade bei dieser Hymne sind, da gibt es ja auch den Escher See. Haben Sie da auch gebadet? Standen Sie auch im Wasser mit vollem Ornat? Wie darf man sich das vorstellen? Ja, fast. Wir haben zumindest auf der Brücke gestanden und hinter uns die Nackedeis, die dann irgendwie hergelaufen sind, haben wir aus dem Video wieder rausgeschnitten. Wir haben gebadet in den Ornaten, also innen drin. Und wo kann man das Video sehen? Kann man das auf der Homepage sehen? Genau, das kann man auf der Homepage sehen, dreigestirn.esch.köln. Und das ist toll geworden. Wer mal wissen möchte, wie es in Esch aussieht und was es für viele, viele nette Menschen gibt, der klickt einfach mal rein. Jetzt steht ja die heiße Phase der Session schon vor. Wir haben gerade schon gehört, Proklamation war am 17. November. Frage an die Jungfrau, was passiert so in der heißen Phase? Ich glaube, Einzug in die Hofburg ist am 1. Februar. Hofburg ist dieses Bistro, von dem wir gerade schon gesprochen haben, in Esch. Was stehen da für Termine an? Was steht da so auf dem Programm? Was steht jetzt schon fest und wie viele werden es wahrscheinlich werden? Vielleicht dazu ein paar Worte. Also erfahrungsgemäß vom alten Dreigestirn zwischen 50 und 60 Auftritte in der Session. Was schon feststeht, ist, dass wir die Schulen in Esch, das sind ja die Grundschule, werden wir besuchen. Wir haben 4 Kindergärten, die werden wir besuchen. In Pesch haben wir eine Behindertenwerkstatt, die haben angefragt. Dann gibt es Privatleute, wo wir auch schon waren, wo wir auf Feten aufgetreten sind. Und wir treten eigentlich unentgeltlich auf bei diesen sozialen Einrichtungen. Wer uns aber sonst haben möchte, da freuen wir uns über eine Spende. Und da sind wir dabei, uns ein Projekt in Esch zu überlegen für unsere Jugendlichen. Und da wollen wir irgendwas für die machen. Ne? Also es bleibt in Esch, das Geld. Ja, okay. Dann die Frage an den Prinzen. Was ist so der größte Unterschied zum Kölner Dreigestirn? Also das Ornat sieht ja relativ ähnlich aus. Die Anzahl der Auftritte ist jetzt auch nicht so wenig, dass man sagen könnte, großer Unterschied. Was ist so der wesentliche Unterschied? Was würden Sie sagen? Ja, also der wesentliche Unterschied, würde ich sagen, ist auf jeden Fall der finanzielle Background. Ich glaube, da müssen die Jungs noch ein bisschen mehr aus der Tasche rausholen, als wir das am Ende müssen. Und ja, ansonsten unsere Ornate, wie Sie schon gesagt haben, wenn man so auf der Homepage anguckt, sind sehr ähnlich, farblich genauso unterwegs. Wir haben nur ein anderes Wappen drauf, da ist unser Dorfwappen drauf. Und ich war als Prinzenführer mit dem vorhergehenden Dreigestirn mal Rosenmontag in der Stadt unterwegs, im Maritimhotel. Und dort sind die Jungs echt mit dem Kölner Dreigestirn verwechselt worden, weil da sehr viele Touristen waren. Das war für die ein Highlight. Also das war Wahnsinn. Ne? Prinz zum Anfassen sozusagen, zwar aus dem Vorort, aber sieht genauso fesch aus. Hat auch dieselben Strümpfe an. Ich glaube, die Schuhe sind auch die gleichen, oder? Sehr ähnlich, ja. Wir waren auch bei dem gleichen Ausstatter in Korschenbroich, da zwischen Neuss und Mönchengladbach. Der stattet auch das Kölner Dreigestirn mit seinen Ornaten aus. Ne? Also, ja. Sehr gut, dann habe ich jetzt eigentlich keine weiteren Fragen. Ist auch, glaube ich, alles genannt worden. Man kann jetzt nur für die kommende Session gutes Wetter wünschen und natürlich, dass das Dreigestirn gesund bleibt. Das ist ja eine recht lange Session. Wann endet die jetzt offiziell? Wann haben Sie Ihren letzten Termin? Ich glaube, da ist irgendwann so ein Auskehr am Karnevalsdienstag, oder? Am Karnevalsdienstag, genau, laden wir nochmal alle ein, die uns unterstützt haben und alle, die nochmal Lust haben, noch nicht genug hatten. Und dann treffen wir uns am Mittwoch auch nochmal zum traditionellen Fischessen und dann ist Kehr aus. Ich glaube, danach machen
machen wir erstmal alle ein paar Tage Urlaub und erholen uns wieder ein bisschen. Und ja, dann freuen wir uns darauf, wenn es direkt auch im nächsten Jahr eine Nachfolge für uns gibt, und würden alle hiermit auch aufrufen, motivieren wollen, unserem Beispiel dann auch vielleicht nachzufolgen. Und wir würden jetzt schon versprechen, dass wir auch das Folge 3 Gestirn dann entsprechend auch mit unseren Erfahrungen, die wir gesammelt haben, unterstützen werden. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Aufruf, den wir uns auf jeden Fall von Seiten der Redaktion anschließen. Also toi, 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 lieber Escher, macht mit, unterstützt das Dreigestirn, spendet, sammelt, dass es nächstes Jahr weitergeht. Viel Erfolg, viel Spaß und ja, möglicherweise sehen wir uns ja schon bald wieder. Vielen Dank. Danke auch für die Einladung.